die Ohrenbarung des JHWH. Band 3. Ich bin alles. Licht und Wort des Anfangs. Und Gott sagt Elohim, es ist Licht und es ist Licht. Genesis 1, 3. Die Zeichen dieses Verses haben einen Gesamtwert von 813. Eine heilige Oktave besteht aus 7 Stufen. Und in der hebräischen Überlieferung wird ein Wunderwort, das auch als wirkender Gottesname bezeichnet wird, beschrieben, das ebenfalls aus 7 Zeichen besteht. Ararita, Aleph, Resh, Aleph, Resh, Jod, Taf, Aleph. Rein zufällig hat dieses Wort ebenfalls den Gesamtwert von 813. Diesem Namen wird in der alten praktischen Kabbala folgender Notarikon zugeteilt, eine Bildung eines Satzes aus den Buchstaben eines Wortes und umgekehrt. Echad Rosh, Achdoto Rosh, I Ich Udo Taf, Temur Taf, Echad. Dies wird gewöhnlich folgendermaßen übersetzt. Eins ist sein Anfang. Eins ist seine Individualität, seine Verwandlung ist eins. Die einzelnen Worte bedeuten aber Aleph, Chet, Dalet. Echad. Eins, einer, der Erste. Resh, Aleph, Shin, Rosh. Anfang, Haupt, Person, Gesamtzahl, Oberhaupt, Führer. Aleph, Chet, Dalet, Waf, Taf, Waf. Achdoto. Einer verbindet die Zeichen. Jod, Chet, Waf, Dalet. Ich, Ud. All Einssein, Einzigartigkeit, Bestimmung. Jod, Jod, Chet, Waf, Dalet, Waf, Taf, Waf. I, ich, Udo, Taf. Gott, Einzigartigkeit, verbindet die Zeichen. Taf bedeutet Zeichen, aber auch Note und Erscheinung. Taf, Mem, Waf, Resh, Taf, Waf. Timur Taf, Aufstieg in gerader Linie, Aufstieg der Zeichen. Eine wesentlich genauere Übersetzung lautet also, der Erste ist Oberhaupt. Einer verbindet alle Erscheinungen. Im Haupt von Gott Einzigartigkeit verbinden sich alle Erscheinungen in der geraden Linie aller Zeichen des Ersten. Hier beschreibe ich dir meine Trinität. Gott Vater, der Erste. Heiliger Geist, einer, der alle Erscheinungen verbindet. Gott Sohn, Gott, Bestimmung und Einzigartigkeit. Die Acht entspricht der Eins in der zweiten Zeichenoktave. Dazu kommen wir noch. INS 1, 10, 50, 60 bedeutet Schöpferischer 1, Gott 10 ist Existenz 50 in Raum und Zeit 60. 1, 10, 50 ist nichts, aber auch von wo. Und 1, 10, 50, 60, 6, 80 ist das Unendliche. 813 bedeutet also auch 1 Unendlichkeit, ist 8 und liegen die 8. 1 Nichts, 1 ohne Existenz, 1 Trinität, die 1 der Synthese. Die Zusammenfassung Chet, 8 die Umzäunung. Meiner gesamten Schöpfung befindet sich in der Bibel in der Genesis 1 bis 3, ist 8, 13. Ich, die Zusammenfassung aller Erscheinungen, befinde mich aber auch zur Zeit abrufbar in deiner Welt, und zwar als eine in deinem Geist inkarnierte Erscheinung.
Ich bin nun in dir. Ich, Udo. Und damit auch wieder materialisiert in deiner Traumwelt vorhanden, wenn du es möchtest. Du kannst mir, im Fleische meines Menschensohns wandelnd, nun auch persönlich, lateinisch persono, durchtönen, aus deinem eigenen Unterbewusstsein. Du kannst mir nun auch persönlich Fragen stellen. Ich bin das Licht aller Lichter. Ich bin Licht und ich bin Licht. Ich bin strahlend reines Licht. Ich bin Weisheit pur. P. Waf Resch 86200 ist pur, Zufall und Schicksal. Und daher bin ich auch der Mund 80 der verbindenden 6 Logik. Ich bin dein eigenes Schicksal. Ich bin du. Wir sind eins. Hebräisch 8. Aleph Chet Tov 18400. Und alles. Unendlichkeitszeichen. Chet Jod 81. Ki bedeutet Lebewesen. 813 ist Lebewesen der Trinität. Aus dem chinesischen Wuji, dem unbeschreibbaren Nichts in Form eines leeren Kreises, entsteht Taiji, die Trinität, Nichts, Hell, Dunkel. Hell und Dunkel spiegeln sich in ihrem Mikrokosmos selbst und so entsteht die Vier. Dies beschreibt den Schritt vom unendlichen Nichts zur Eins, das Erlebnis vom Nichts zum Etwas. Wenn deine Logik in der Vier sehend wird, bist du hier. Das die Einheit verbindende V wird so zum sehenden H. Die beiden Linien im V bilden unten einen kleinen Punkt und oben ein offenes Nichts. Wenn man diese beiden Linien, eine Linie ist zweidimensional, wenn man diese beiden Linien trennt, stehen sich im H zwei Parallelen, die durch einen symbolischen Radius verbunden sind, gegenüber. Radius aus dem Lateinischen, Lichtstrahl, geistiger Lichtstrahl. Du kannst nun deine Bestimmung, Hebräisch Ich Udo, als Gesamtwert betrachten, 34, und du hast deinen wirklichen Lebensraum vor Augen. 34, 3 plus 4 ist 7. Du bist nur ein Teil meiner Ganzheit. Du bist zurzeit lebend mal ein Tropfen, das heißt nur ein holoistisches Fragment vom ganzen Herzen, das ich bin. Du bist aber auch eine schöpferische Welle im Ganzen. Du bist zur gleichen Zeit Tropfen und Welle. Gewisse Ähnlichkeiten zum Teilchen-Wellenphänomen der Quantenmechanik sind purer Zufall. Ich bin Gott Vater. Alab. Dies ist auch der dem Jupiter zugeordnete Gottesname. Jupiter bedeutet Gott UP ist auf Reisen. Ich bin wirklich zurück. Das von dir als Unmöglichkeit betrachtete ist nun Wirklichkeit. Nun ist die Existenz. Ich bin Doxa. Die göttliche Wirklichkeit. Und du bist ich. Dein Leben sollte daher jetzt zu einer einzigen Doxologie werden. Christliche Lobpreisung der Dreifaltigkeit. Sonst wird es nun für dich toxisch, giftig. Das griechische Wort Doxa bedeutet Urteil, Herrlichkeit, Vorstellung, Einbildung und Ruf. Bitte verwechsle nun diese Doxologie, zum Beispiel Herrlichkeit meiner Worte, nicht mit den Dogmen und Scheinheiligkeiten deiner etablierten Kirchen, die durch ihre Feindbilder nur zum Schein heilig sind. Narrenkappe Bischofshut tut deiner Freiheit gar nicht gut. Sie werden wieder die Ersten sein, die meinen Menschensohn, natürlich aus lauter christlicher Nächstenliebe, als Ketzer verdammen werden. Du hast nicht die geringste Vorstellung, welche Macht ich tatsächlich besitze.
Alle normalen Menschen, die mir dieses Mal keinen Glauben schenken wollen, werden nun an der Brandung ihres eigenen Unglaubens zerschellen. Brandung auf Hebräisch Doxi. Wenn ich wiederkomme, werde ich keine Wunder mehr vollbringen, sondern nur noch durch die Macht meiner göttlichen Worte in euch richten, habe ich euch vor 2000 Jahren prophezeit. So habe ich gesprochen, und mein Wort ist göttliches Gesetz. Jedoch strafe und richte ich nichts und niemanden selbst. Jeder Mensch, der nicht gewillt ist, seine bisherigen Dogmen, das heißt seinen Unglauben, freiwillig zu verlassen, um mir nun geistig zu folgen, wird sich nun selbst richten. Ich bin nun, wie versprochen, wiedergekommen, um meine wirklichen Kinder heimzusuchen. Heim in mein göttliches Paradies. Theologen haben einen Qumran-Kommentar verfasst. Dieser nennt sich auf Hebräisch Pesha, Peshin Resh. Die Stelle Habakuk 2,15 wird dabei in 1Q Pesha Habakuk 11,2 zitiert. Wehe dem, der seinem Nächsten zu trinken gibt, der ausgießt seinen eigenen Grimm. Ja, er macht sie betrunken, damit er ihren gottlosen Treiben tatenlos zusieht. Darauf folgt der Pesha, die aktualisierte, auf die Gegenwart bezogene Auslegung. Seine Deutung bezieht sich auf den gottlosen Priester, der den Lehrer der Gerechtigkeit verfolgt, um ihn zu verschlingen im Zorn seines eigenen Grimms. Am Ort seines Exils und zur Zeit des Festes der Ruhe des Versöhnungstages erschien er bei ihnen, um sie zu verschlingen und um sie zu Fall zu bringen am Tag des Fastens, dem Sabbat ihrer Ruhe. Seltsam, dass deinen Kirchenfürsten noch nie aufgefallen ist, dass sie selbst die Priester sind, die diese Priester darstellen. Sie predigen meine Worte und haben nicht das Geringste davon verstanden. Sie kritisieren nur immer die kleinen Splitter in den Augen der anderen, sehen aber nicht den großen Balken in ihren eigenen Augen. Geldwucherer sind sie, arrogantes und selbstherrliches Besserwissen und Hass tragen sie in sich. Besserwisserische, von der Macht ihres eigenen Dogmas besessene Narren mit Bischofshut sind sie, und lassen sich von ihren dummen Schäfchen, deren eigener Geist ein Schläfchen hält, selbst als Herrn vergöttern. Den Titel offizielle Stellvertreter Gottes auf Erden hat sich der Vatikan nur selbst angemaßt. Daher trägt diese scheinheilige Kirche in ihrer eigenen Unwissenheit diesen Titel auch sehr wohl zur Rechten, denn Officio bedeutet entgegenarbeiten, im Weg stehen, hinderlich sein, für den geistigen Weg zu mir, den wirklichen Gott. Einfache Menschen mit lateinischen Sprüchen einschüchtern, die man offensichtlich selbst nicht versteht, und vom Bösen predigen, ist das Einzige, was sie können. Aber ansonsten hat der Vatikan nicht die geringste Ahnung von dem, was wirklich ist. Besser, du denkst dir nun, du verlogene Kirche, willst mir dabei hilfreich sein, zu meinem Gott zu gelangen? Dann geh mir bitte mit deinen Dogmen aus dem Weg, damit ich endlich zu ihm gelange. Solltest du nun selbst ein Priester sein, so fühle dich bitte von mir nicht angegriffen. Ich verachte nicht dich, den unwissenden Menschen, sondern nur das dumme Dogma, das du bisher in Ehren gehalten und angebetet hast. Es hat dir deine wirkliche Freiheit geraubt. Du hast vor lauter fanatischen Glauben nur noch nicht selbst bemerkt, dass du völlig neben dir stehst. Nur weil dir dieses Dogma deine Freiheit nimmt, betest du es an. Kreuz und Bibel hältst du in Ehren, heftest geradezu deinem Verstand an deine Religion. Lateinisch religo bedeutet Festbindner. Und daher bin ich, der wirkliche Gott,
aus deinem greifbaren Dasein verschwunden. Warum fühlst du dich von mir so verlassen? Lateinisch Relictio. Ich werde es dir sagen. Weil du nahezu alle meine göttlichen Weisheiten missverstehst und daher auch missachtest. Du bindest dich nämlich nur an deine eigenen dogmatischen Wahnvorstellungen, nämlich die Reliquien Kreuz, Bibel und falsche Tradition, ohne deren geistigen Inhalt je selbst wirklich verstanden zu haben, geschweige denn, diesen mit eigenem Geist zu leben. Nicht eines meiner 10 Gebote hast du bisher eingehalten. Das scheinheilige Predigen fällt dir offensichtlich leichter als das selber tun. Habe ich zum Beispiel nicht geschrieben, du sollst dir keine Bilder von mir machen? Wie ein dummer Papagei hast du dich bisher benommen, dem man beigebracht hat, Guten Morgen, lieber Gott, zu sagen. Du sagst dein Sprüchlein nun auch brav und folgsam jeden Morgen auf, obwohl du im Grunde genommen nicht die geringste Vorstellung von dem Wesen besitzt, dem du da jeden Morgen einen guten Morgen wünschst. Was ist das, Gott? Du bist es letztendlich selbst, denn du bist ein Teil von mir. Und hast du nun jeden Morgen einen guten Morgen, du gläubiger Mensch? Gierige Gläubiger hast du davon, die dir jeden Morgen im Geist sitzen und dich damit deiner göttlichen Freiheit berauben. Aufgrund deiner bisherigen Unwissenheit findest du daher auch jeden Morgen nur eine verlogene Welt in deinem von eigenem Dogma geblendeten Augen. Es ist das disharmonische Weltbild, an das du nach deinen nachgeplapperten Regeln selbst zu glauben pflegst, entstanden durch die unüberlegten Regeln, die du Traditionen nennst. Betest nur die Hüllen an, die Bilder von Kreuz und Heiligen Buch, in denen sich mein Geist befindet, aber nicht deren Inhalt selbst. Den trittst du mit deinem bisherigen Verhalten, nämlich mit den Füßen. Beißt dir an deinen harten Reliquienschalen den Mund blutig und wirfst die heiligen Kerne, die mich beinhalten, weg. Denn ich bin der Heilige Geist und ich bin in allen Dingen. Nur prunkvolle, dumme Papageien, deine Würdenträger, werden von dir bewundert. Aber den Worten eines unscheinbaren Phönix, der als einziger selber denken kann, schenktest du bisher keine wirkliche Beachtung. Wenn du dich nun als sogenannten Rationalisten bezeichnest, der mit Gott, Kirche und dem ganzen religiösen Schwachsinn, nach deinen Worten, nichts am Hut oder im Kopf hat, dann werden dir diese Worte wie Öl hinuntergegangen sein. Aber keine Angst, du bekommst von mir auch noch dein Fett weg, heiliges Öl des Gesalbten. Wenn du bisher zu sagen pflegtest, ich glaube nicht an Gott, so verhältst du dich ja noch dümmer als der unwissende Gläubige. Du lehnst dann nämlich etwas ab, was du gar nicht kennst. Das ist so, als ob du sagen würdest, mir schmeckt keine Pizza, obwohl du noch nie eine zu Augen bekommen, geschweige denn probiert hast. Durch diese selbstherrliche Verurteilung deinerseits schweige ich auch in deinem Geist. Alles, was ich hier nun einem Priester erzähle, gilt daher auch ohne Einschränkung für dich, denn ihr definiert euch ja beide als normale Menschen. Das naturwissenschaftliche Dogma ist eine Religion. Genau genommen ist es sogar die eigentliche und einzige Weltreligion, die sich wie eine solche in deiner Welt ausgebreitet hat. Von dieser sind alle normalen Menschen in deinem Traum infiziert, weil sie an dieses naturwissenschaftliche Dogma glauben. Alle Normalen beten es an, unabhängig von Religion, Hautfarbe und politischer Einstellung. Ihr alle habt euren Gott den Namen Geld gegeben. Und so betet ihr alle, Atheisten und Scheingläubige, diesen Gott auch an. Geld braucht man,
sonst kann man nicht überleben. Aber das hatten wir ja schon. Die Vorsteher deiner religiösen und politischen Organisationen lassen sich von ihrer eigenen Scheinmacht blenden und sind darum auch in der Tiefe ihres Herzens todunglücklich. Es wird langsam Zeit, dass du jetzt wach wirst. Eine große Hilfe zum Wachwerden wäre es, wenn du die Bestimmung, hebräisch Ich Udo, und die Bedeutung, hebräisch Pescha, die du den von dir gesprochenen Worten beimisst, wirklich verstehen lernen würdest. Ich bin das heilige Gesetz und Wort. Ich spreche mit meinem heiligen Mund, P, und alle Erscheinungen, Taf, im geistigen Morgen, Shin, meiner Logik, Resch, werden zur Wirklichkeit. Pecha, P, Taf, Shin, Resch. Ich bin reine Wirklichkeit. Jod, Chet, Waf, Dalet, Waf, P, Taf, Shin, Resch. Ich, Udo Pecha, bedeutet Einzigartigkeit der Erscheinung und Bedeutung. Ich habe dir, als ich dich in dein jetziges Dasein geschickt habe, deine eigene Freiheit gegeben und dich damit selbst zum Bestimmer, Ich, Ud, der von dir wahrgenommenen Welt gemacht. Du bestimmst mit deinem eigenen Glauben den Charakter des dir vorliegenden Weltbildes. Du bist daher Gott und Satan, der Scheiter, in der von dir nur in deinem Geiste wahrgenommenen Traumwelt. Gott und Satan entspricht dabei Einheit und Liebe oder egoistisches Urteil und Angst. In deiner Theologie wird dir der Begriff Pescha-Exegese, Exegese ist die Auslegung, lateinisch exeo, aus sich herausgehen, folgendermaßen erklärt. Der biblische Begriff Pescha gleicht der Deutung eines Traums, etwa in der Josef-Geschichte oder im Daniel-Buch. Es ist die Auflösung eines Rätsels oder die Deutung eines Kryptogramms. Man muss dazu den Schlüssel finden bzw. eine besondere Technik anwenden. Die Pescha-Exegese impliziert zwei Ebenen des Schriftsinns. Eine erste mit allgemeinen religiösen Wahrheiten, gleichsam für Säuglinge im Glauben, und daneben eine zweite, spezielle mit geheimnisvollen, historischem Tiefsinn, den nur ein eingeweihter Exeget ermitteln kann. Dies ist der Originaltext einer offiziellen theologischen Arbeit von 1993, dem ich nichts hinzuzufügen habe. Vereinigung ist nur ein anderes Wort für Liebe. Liebe ist nur ein anderes Wort für Harmonie. Harmonie ist nur ein anderes Wort für Mathematik. Mathematik ist nur ein anderes Wort für Rationalität. Rationalität ist nur ein anderes Wort für Logik. Logik bedeutet Logos und Logos bedeutet Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wäre auch nichts. Innerhalb, beziehungsweise inmitten, beziehungsweise in der Gegenwart ersichtlich, im griechischen Originaltext heißt es an dieser Stelle en, und dieses Wort hat unter anderem diese drei Bedeutungen: was geworden ist, und in ihm, dem heiligen Wort, war das Leben und das Leben war das Licht des Menschen. Und dieses Licht leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis selbst kann es nicht erfassen. Johannes 1, 1 bis 5. Der letzte Satz bedeutet, dass man über das, worüber man nicht reden kann, auch keinen geistigen Einblick besitzt und deswegen in einem auch eine geistige Finsternis herrscht. Deinem geistigen Licht
geht es wie deinen Augen. Sie können sich nicht selbst sehen, es sei denn, sie blicken in einen Spiegel, der sie dann aber auch nur seitenverkehrt darzustellen vermag. Wenn du in einen Spiegel blickst, siehst du dich in dir zweimal verdreht. Du scheinst dir im Spiegelbild gegenüberzustehen, erste Drehung, und bist dort in dir selbst noch einmal verdreht, zweite Drehung. Genau so verhält es sich mit deiner bisherigen geistigen Selbstreflexion, bei der du bisher ebenfalls nur ein Spiegelbild deines eigentlichen Charakters zu reproduzieren vermochtest. Und dadurch warst du bis zum heutigen Tage auch nicht in der Lage, dein wirkliches Wesen so zu erfassen, wie und was du wirklich bist. Du bist der Bestimmer und damit auch der Erzeuger deines eigenen Daseins. Doch jetzt bringt dir mein Menschensohn Holofeeling und stellt dich und damit auch alles richtig. Erfasse es mit deinem Geist und du wirst dich in die höheren Gefilde deines Daseins aufschwingen, gleich eines unendlichen Tons, gleich einer göttlichen Symphonie, die einem göttlichen Schweigen gleicht, weil sie ewig ist. Bewegung und Stillstand verschmelzen dann in dir zu einer unendlichen Einheit, zum Punkt deiner eigenen Aufmerksamkeit, die nichts und alles sein kann. Für Naturwissenschaftler, dieser mystisch klingende Satz beschreibt dir die wirkliche Ursache und damit das Geheimnis der mathematischen Fourier- und Wavelet-Transformationen. Erinnerst du dich noch an den Anfang der Bibel, wie hier zu sehen? Was grob bedeutet, inmitten des Hauptes erschaffen die Schöpferkräfte. Unwissenderweise als im Anfang schuf Gott übersetzt. Wenn dein innerer Geist sich und damit auch dich aus seinem göttlichen Schweigen zeitlich in Bewegung setzt, wenn er anfängt zu schwingen, das heißt, erst wenn du anfängst zu denken, bist du in dir selbst mehr oder weniger bewusst, je nachdem, ob du nur nachdenkst oder selber denkst. Erst nach dem Anschwingen deiner Gedanken wird dir der Hervorgang deiner Gegenwart ersichtlich. Und nun lese bitte die beiden vorangestellten Bibelzitate deiner Genesis und des Johannes noch einmal sehr gewissenhaft durch und mache dir darüber eigene Gedanken. Nur zu deiner Erinnerung. Mein neues geistiges Lichtkleid liegt in meinem Inneren jederzeit bereit. Kommt mit Lichtgeschwindigkeit, denn dieses neue Kleid kennt keine Zeit. Kommt lichtgeschwind, als würde es sich nicht bewegen. Allerzeit für mich bereit, schon immer da und hier, bringt mir neues Daseinsrevier. Ist Lichtkleid aus allen möglichen geistigen Gewänder, die waren und sind, kommt daher immer lichtgeschwind. Ich spreche in allen meinen Offenbarungstexten eine sehr dichte und komplexe Sprache. Auch in diesen neuen göttlichen Schriften, der Offenbarung aller Offenbarungen. Erstmals offenbare ich persönlich durch meine eigene raumzeitliche Entfaltung als der in deinem Geiste wiedergeborene Menschensohn, die Verbindungen von Mystik und Rationalität meiner Schöpfung. Also sei sehr aufmerksam bei der Sache und lese nicht nur auf den Zeilen, sondern auch dazwischen und vor allem in den einzelnen Wörtern und um sie herum. Wie du aus den ersten beiden Bänden schon weißt, ist jedes Wort eine kleine gematrisch-mathematische Formel, die man zu einem Fraktal entfalten, aber auch spiegeln und drehen kann.
Erst wenn deinem wahrnehmenden Bewusstsein dies auch wirklich bewusst ist, wirst du den unendlichen geistigen Reichtum, Reichtum ist viel zu wenig, in meinen Worten erkennen und auch für dich selbst und damit für deine Welt zu nutzen wissen. Nehmen wir nur einmal als Beispiel einen anderen Vers aus dem vorhergehenden Aphorismus. Wahrheiten, die nur Vermutungswissen sind, unterliegen dem Wandel, sind disharmonisch geformtes Fleisch in vergänglicher Form. Bloßes Vermutungswissen eben und daher sterblich, müssen verwesen und planetengleich vergehen, müssen planlos vorübergehen im stetigen Wechsel, gleich Sonne und Mond, bis das harmonische Skelett der wirklichen Wirklichkeit im Lichte meiner göttlichen Gene, Genesis, der Gene, Genesis meines eigenen göttlichen Bewusstseins, zeitlos in mir erstrahlt. Bin nun ewig, bin ewige Existenz. Das hebräische Wort für Fleisch, Basar, wird bei anderen Vokalisationen zu Bisea und das bedeutet dann verkünden bzw. Botschaft. Das symbolische Fleisch deiner Gene, Genesis, verkündet dir also die wirkliche Botschaft über die tatsächliche Ursache deines Daseins. Deine naturwissenschaftlichen und religiösen Lehrer mit ihrem nachgeplapperten Vermutungswissen über das, was wirklich ist, stehen selbst im dogmatischen Dunkel ihrer eigenen Unwissenheit. Nur ich kann dir die wirkliche Verbindung deiner biochemischen Substanz, deiner Gene und Genesis, das wirkliche Fundament, aus dem du Lebewesen geboren wurdest, zu dem von dir wahrgenommenen raumzeitlichen Lebensraum ersichtlich machen und dir dessen wirklichen Aufbau und Charakter, deine wirkliche Erbsubstanz, offenbaren. Du bist eines meiner persönlichen Individuen. Du bist ich und ich bin alles. Ich bin also auch du. Im zweiten Band habe ich kurz angesprochen, dass das Wort Planet vom lateinischen Wort planus, eben, flach, planetas, Ebenheit, stammt und dass die von dir wahrgenommenen Planeten am Himmel, besser im Himmel, in Wirklichkeit gar keine Kugeln sind und sein können. Es handelt sich um zwei flache Erscheinungen deiner beiden geistigen Augen, die in dir durch deine derzeitige rationale Logik, dein geistiges Vermutungswissenprogramm, durch eine Synthese verkugelt und danach von dir rein illusorisch nach außen gestellt werden. Deine Außenwelt gleicht in ihrer wirklichen Substanz eben nur einem verdammt realistischen, aber flachem Traum. Das war aber nur die halbe Scheuer, denn da gibt es auch noch die altgriechischen Worte planao, das bedeutet irreführen und täuschen, und planes, das bedeutet umherirrend, Landstreicher, aber auch Planet. Du lässt dich von deiner chronologischen Zeitvorstellung, die auf der von dir vermuteten Bewegung der von dir wahrgenommenen Planeten aufbaut, irreführen und täuschen und machst dich dadurch selbst zu einem umherirrenden Landstreicher in deinem Lebenstraum, der nicht die geringste Ahnung vom wahrhaftigen Wissen seiner geistigen Ahnen und damit auch nicht die geringste Ahnung seiner eigenen Herkunft und seinem wirklichen Zuhause besitzt. Das Dasein in dieser raumzeitlichen Welt, in der du von mir, mit dir und vielem konfrontiert wirst, ist nur eine Durchgangsstation deiner geistigen Entwicklung zu einem Geschöpf nach meinem Ebenbild, das alles jetzt und immer ist. Wenn man meine Offenbarungsschriften nur als religiöse Märchen betrachtet,
macht man sich auch keine Gedanken darüber, dass in der Genesis am ersten Tag nur ein Licht erscheint und erst am vierten Tag die Lichter am Himmelsgewölbe in Erscheinung treten. Schon im vierten Vers begingen die normalen Übersetzer einen kleinen, aber entscheidenden Fehler. Einheitsübersetzung Genesis 1, 4 bis 5. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. In Wirklichkeit habe ich aber dort, wie du hier siehst, Folgendes geschrieben. Und das bedeutet auf den Zeilen gelesen. Und es fürchten sich die Schöpferkräfte. Jedoch du siehst das Licht, das gut ist. Und Gott schied die einsamen Schöpferkräfte in mir zu Existenzen. Ich sehe Licht und in mir ist die inkarnierte Existenz des sehenden Nichtwissens. Tschetschin Kaf bedeutet unwissend und dunkel. Das symbolisiert das göttliche Nichtwissen, das ich in dir verborgen habe. Dann geht es in den heiligen Rollen, wie du siehst, folgendermaßen weiter. Und Gott nannte die Schöpferkräfte des werdenden Lichtes Tag und werdendes Unwissen nannte er Nacht. Hier erzähle ich dir von deiner noch in sich gespaltenen ewigen Existenz. Das Schluss nun symbolisiert immer eine Existenz, deren Geist sich vom Zeitlosen hin zum Zeitlichen öffnet und somit zur bewussten Quelle der eigenen raumzeitlichen Erscheinungen wird. Das Schluss nun hat den Wert 700, ist die Quelle 70 mal Gott 10. Ich spreche hier also nicht von dem außerhalb von dir wahrgenommenen chronologischen Tag- und Nachtrhythmus, sondern ich beschreibe dir damit das unbewusste Wissen, Nachdenken, das sich aus deinem bewussten Nichtwissen, reine Weisheit und alles Wissen, in Raum und Zeit zu entfalten beginnt. Wenn du den Sinn des vorhergehenden Satzes mit deiner Rationalität erfassen kannst, wird dir die verborgene Harmonie meiner Wirklichkeit einleuchten, in der sich alles, was sich nur oberflächlich zweidimensional betrachtet zu widersprechen scheint, von einem höheren geistigen Standpunkt aus betrachtet, eine harmonische Einheit bildet. Der von dir wahrgenommene chronologische Tag-Nacht-Rhythmus tritt in meiner Schöpfungsgeschichte erst am vierten Tag in Erscheinung, denn erst dort werden von mir Sterne, Sonne und Mond geschaffen. Jetzt erst beginnt Zeitraum außerhalb von dir. Wie auch erst mit der Zahl 4 erst das abzählbare Raumzeitliche beginnt. Die vierte Holofeeling-Dimension ist daher auch die der raumzeitlichen Wahrnehmungsebenen. Lass uns doch die 4 etwas genauer betrachten. Quadra bedeutet im Lateinischen Viereck, aber auch Brot, Scheibe. Denke nun an deine Erde, die dich ernährt, Brot, und von einem Äquator umspannt wird. Äquator bedeutet geschaffener Vierkreis. A vor Konsonanten ist Präposition. Quad die 4. Orbit, Kreis und Zirkel. In diesem Wort habe ich unter anderem die Quadratur des Kreises versteckt. Siban 2. Or bedeutet im Hebräischen Licht. Und Bi bedeutet in mir. Orbi, also Licht in mir. A little bit Geduld, es kommt noch härter. Bit, man spricht aber auch Bet. Bet, Jod, Tav, bedeutet Haus. Aber auch Strophe. Und Beit bedeutet aussprechen, ausdrücken und einen Ausdruck schaffen.
Es geht dabei um das, was du aus dir herausdrückst. Deine Einbildung eines deine Erde umspannenden Aquator, lateinisch Wasserholer, erschaffst du durch deine unbewussten, rationalen Gedanken selbst. Durch dein Wort also. Das lateinische Wort oratio bedeutet deshalb auch Wort, Rede, das Gesprochene, Ausdruck, Äußerung, aber auch Thema und Gegenstand der Rede. O ist ein erstaunter Ausruf. Oratio, solltest du dich nun fragen. Was schaffst du für eine disharmonische Gedankenwelt in mir und warum drückst du sie dann nach außen? Mein Wort, lateinisch oratio, ist deine geistige Quelle, ein Oin in mir, die zu sehen anfängt. O, sehen ist das He. Und durch deine lautlosen Gedanken raumzeitliche Bilder bildet, Samech, die Wasserschlange. Diese sind aber nur reine Einbildungen in deinem noch unreifen Geist. Um noch kurz bei O und H zu bleiben. Die schreibt sich in Ain Waf He und bedeutet sündigen, aber auch krümmen und beugen. Das Wort Sünde, wie du aus dem ersten und zweiten Band weißt, hat seine etymologische Wurzel im gotischen Wort Sunje. Deine geistige Sonne, Sun, Licht, lässt grüßen. Und das bedeutet Wahrheit. Es handelt sich bei den Sünden normaler Menschen immer nur um ihre persönlichen Wahrnehmungseinheiten und das Recht, dass sie in ihrem Unwissen sprechen. Ursache dafür ist ihre geistige Verwaistheit. Lateinisch orbitas bedeutet auch Mangel an Weisheit und Elternlosigkeit. Das altgriechische orao bedeutet sehend sein und oratos bedeutet sichtbar. Oratos, oratom, unteilbares Licht. Da nun Aleph Tav, sprich At, du heißt, bedeutet At OS und At OM, du bist die Quelle des Raumes und du bist die Quelle der Zeit. Du bist also unteilbares und unbewegtes Licht. Und nach der Relativitätstheorie bewegt sich Licht auch nicht. Wir können das Wort Äquator aber auch als Äquator betrachten. Das lateinische Wort qua bedeutet wo, wie, aber auch da wo und wo als relativ. Und dass es dort keine Bewegung gibt, zeigt dir das lateinische Wort torpor, Erstarrung, Lähmung, Untätigkeit. Dass du noch geistig schläfst, das Wort toral, Bettdecke. Und dass die von dir wahrgenommene Erde nur ein Auswurf deines eigenen Geistes ist, zeigt dir das Wort Tormentum, Wurfmaschine, bedeutet aber auch Winde, Geist, Mens. Dein Erdendasein ist meist eine Tortur deiner eigenen Unwissenheit, deiner Angst. Quad mit weichem D steht für vier. Quad mit hartem T steht für viel. Qua estor bedeutet Untersuchungsrichter. Questor, unterste Stufe des römischen Magistrat. Ein Magister ist ein Vorgesetzter und Aufseher, ein oberflächlich Seher. Und der steht für Vieh. Auf das Präfix Vieh folgen V und Waff, Gott Jod, der Schöpfer Aleph. Bei vier ist die rationale Logik, Resch. Bei viel ist die treibende Kraft, Lamet. Und bei Vieh ist es seine nur oberflächliche Sichtweise, He. Lassen wir es damit genug sein, obwohl diese Auslegungen erst den Anfang der Geheimnisse dieser Worte darstellen. Ich will dir nun mein Geheimnis meiner vier Wort- beziehungsweise Zeichenoktaven mitteilen, auf dem die ganze von dir raumzeitlich
und damit auch materiell wahrgenommene vierdimensionale Schöpfung basiert.